So, dann fangen wir mal an. Getestet wird das Ganze mit meiner Ibanez Les Paul Gitarre, die ich schon euch vorgestellt habe. Wir fangen im Clean-Kanal an, so wie er vorgespeichert ist. Der hat ein bisschen Chorus dabei und ein bisschen Delay. Und dann fangen wir einfach mal an. So, dann wechseln wir über zum Crunch. Ich habe das eben übrigens mit dem Steckpick abgespielt, der Gitarre. Für Crunch hat er schon ziemlich viel Drive am Start. Geht noch besser. Jetzt kommt Metal. Und es geht natürlich noch eine Stufe härter, Insane, der Übergain. Den kann man super geil modernisiert, indem man den Mittelschalter einfach mal auf 9 Uhr stellt. So, dann nochmal einen kurzen Überblick. Ich zeige euch erstmal den Flanger. Chorus. Dann kommt der Phaser. Und dann nochmal ein Tremolo. Natürlich seid ihr hakt, es ist jeweilig im Level regelbar. Geht's weiter, machen wir die Kanäle mal aus. Ein Sweep Echo ist hier dabei. Dann geht's zum Tape Echo. Da kann man jetzt zum Beispiel das Delay enttappen. Machen wir es mal so schön. Mal sehen, wie es geht. Der klingt nicht ganz so pralle, aber der Masterregler ist jetzt übrigens auf 1,5 gedreht. Wenn ich ihn jetzt mal ganz kurz mal auf 3 drehe, ist das schon immens. So, alles in allem bleibt zu sagen. Der perfekte Anfänger-Amp, da hat man von Anfang an leicht viel Freude. Der perfekte Geselle fürs Wohnzimmer. Und schon günstig zu haben. Astreines Teil, wie immer. Das war's von mir.